Hallo? Hallo Helmut, bist du's? Hallo? Hallo? Erich? Mit wem spreche ich denn? Hier ist Thomas. Spreche ich nicht mit Helmut? Helmut? Nee, hier ist Ernst. Ernst Ritter aus Frankfurt. Oh, ich glaube, ich habe mich verwählt. Hä? Ich habe doch gewählt. Komisch, nochmal. Komisch. Kein Freizeichen. Hallo? Huch, schon wieder Sie? Sie sind's immer noch? Wie kommt denn das? Haben Sie auch nicht gewählt? Nee, wählen bringt nichts. Von wo aus telefoniert Sie denn? Aus einer Zelle in Frankfurt, im Birkenweg. Und Sie? Ach, auch aus einer Zelle. Birkenweg? Ich bin in der Bahnhofstraße. Da stimmt was nicht. Ich versuch's nochmal. Ja, ich auch. Tschüss. Wiederum. Hallo? Ja? Das gibt's doch gar nicht. Der schluckt die Einheiten gar nicht. Seltsam. Bei mir auch nicht. Sagen Sie mal, wo ist denn der Birkenweg? Auch im Zentrum. Zentrum? Ja, hier direkt am Mainufer. Main? Ach, Sie sind in Frankfurt am Main. Ja, Sie denn nicht? Nee, ich bin in Frankfurt an der Oder. Sieh an, ein Ossi. Gibt's denn sowas? Ja, richtig. Ein echter Ossi. Das ist ja lustig. Sie sind der erste Ostdeutsche, mit dem ich spreche. Ja, mir geht's für ihn. Ich fass es nicht. Ein Messi am Telefon. Und dazu noch umsonst. Ja, tatsächlich eine Gratisverbindung. Das müssen wir ausnutzen. Na klar. Ich meine, ich kenne Sie zwar nicht, aber... So lernt man sich kennen. Sie kommen also aus Frankfurt an der Oder. Ist das ganz schön da? Ja, ich kann nicht klagen. Bloß... Das Wetter ist übel. Regnet bei euch auch so stark? Ja, schon seit ein paar Tagen. Und wie läuft's sonst über euch? Ich meine, man hört ja so viele soziale Probleme, Arbeitslosigkeit. Was machen Sie denn beruflich? Beruflich? Ich bin Schreiner. Aha. Haben Sie eine eigene Werkstatt? Nee, leider noch nicht ganz. Ich will selbstständig werden, aber so schnell geht das leider nicht. Diese ganze Bürokratie, die Banken, Behörden. Ach, und das sind auch so offene Eigentumsfragen. Das sind natürlich viele Probleme. Aber die werden wir schon noch lösen. Wir sind ja nicht die Blödsten auf der Welt. Schon noch lösen. Von euch Blöden gibt's ja Geld. Was? Geld? Sagen Sie mal, hören Sie das auch? Es rauscht. Sie auch berauscht? Bitte? Berauscht? Nee, berauscht ist man hier schon lange nicht mehr. Rauscht schon lange nicht mehr. Komisch, bei mir rauscht's doch. Aber vielleicht hört's ja auch gleich auf zu rauschen. Hören Sie doch auf, es aufzubauschen. Aufbauschen? Was meinen Sie? Das sind schon echte Probleme. Also ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Ich muss mir da schon ein bisschen borgen. Gerade letzte Woche habe ich endlich nach langer Suche eine Werkstatt gefunden. Nach langer Suche ein Bergrad gefunden. Ein Bergrad? Sie meinen ein Mountainbike? Und wissen Sie, was das kostet? Und wissen Sie, dass das rostet? Hey. Und dann steht doch gestern so ein Typ aus West-Berlin vor meiner Tür und meint, die Werkstatt und die Garage gehöre ihm. Meint, das Bergrad in der Garage gehöre ihm. Ach, solche Spießer gibt's doch überall. Also ich denke nicht, dass so etwas ein typisch ostdeutsches Problem ist. Hey, ich kann Sie schlecht verstehen. Ja, ich kann Sie echt verstehen. Ja, aber? Das nervt. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die vielen Probleme. Vor allem, ich habe doch kein Geld. Ich habe noch kein Geld. Warum? Telefonieren Sie nicht auch umsonst? Umsonst? Nee, das ist mir auch klar, dass es nichts umsonst gibt. Es fehlt halt das nötige Staatskapital. Es fehlt halt das nötige Staatskapital. Ja, das ist gut. Staatskapital für Ost-West-Telefonate. Oh, jetzt fängt's doch an, was zu kosten. Jetzt fängt's doch an bei euch im Osten. Ja, wurde ja auch höchste Zeit. Eigeninitiative, das ist endlich legal. Das ist eigentlich egal. Naja, allzu viele Einheiten kann ich mir nicht mehr leisten. Nicht wie die meisten. Ja, das stimmt, denn die meisten hier sagen wirklich, ihr Wessi sollt blechen. Ihr Wessi sollt blechen. Aha, so kann man das natürlich auch sehen. Aber ich meine, wir haben uns den Wohlstand ja auch hart erarbeitet. Das schafft ihr doch auch. Sie doch auch. Nein, eben nicht. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann Sie nicht mehr hören. Da müssen wir echt lauter reden. Sie sich nicht aufzuregen. Was heißt hier aufregen? Ich reg mich doch nicht auf. Dann legen wir doch auf. Ja, dann wiederhören. Ja, dann Mieterhöhung. Ja, die Mieterhöhung, das stimmt, die kommen auch noch dazu. Darüber kann man unglücklich sein. Aber letzten Endes waren die Mieten hier im Osten auch unrealistisch. Ich sag immer, jeder ist seines Glückes Schreiner. Haha, Sie verstehen, Schreiner, nicht Schmied. Hallo? Hallo? Oh, warum ist so komisch? Idiot.